Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW, Folge 119. Wir sind auf dem Weg, uns ein neues Pet zu holen. Ja. Schon wie gesagt, wir wollen hier vorne hin. Dann können wir uns direkt in Alerias Feste den Flugpunkt holen. Und ich glaube, ein Lederrezept gibt es da. Aber gucken wir erstmal. Pfeile haben wir noch genug. Ne? Ja, 1700 müsste erstmal für den Anfang reichen. Zumindest für heute. Flugpunkt holen, ganz wichtig. Ach verdammt, ich kann nicht so viel Quest annehmen. Muss ich aufpassen. Müssen wir aufpassen. Auf jeden Fall erstmal den Flugpunkt. Können wir da vorne nämlich eine Quest abgeben. Gucken wir mal hier vorne, meine ich, oder da. Oder da hinten. Irgendwo gab es ein Rezept. Sehr schön. Machen wir. Na gut, für Zaubertaschen oder so brauchen wir nicht. Oder will ich auch nicht unbedingt kaufen. Ich meine, theoretisch wäre es cool, allerdings haben wir ja hier unseren Köcher. Und wenn wir dann noch eine Tasche haben, haben wir ja nur quasi drei Taschen, wo wir unsere Sachen reinstopfen können. Das ist auch Mist. Hier können wir dann schon mal variieren. Hier gab es Goldfischstäbchen. Kochrezepte. Ein Daily gibt es auch hier. Ja, ist glaube ich hier mit, wo man quasi die Sachen einfangen ist doof, einnehmen kann. Hier die Dinger, diese komischen Geistersplitter, die kriegt man in den Instanzen in der Oceanai Krypta. Und noch Rezepte. Naja gut, dann weiß ich gar nicht. Dann haben wir wohl geirrt. Hier gab es ja auch irgendwo Rezepte. Mysteriös. Hier wird auch nichts. Oder vielleicht hier drin. Das könnte auch noch sein. Nö, wahrscheinlich. Naja, egal. Holen wir erstmal unser neues Bett und dann gucken wir weiter. Ich hoffe, das funktioniert auch. Naja, aber umsonst war es nicht. Wir haben ja einen Flugpunkt. So, da. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ab hier taucht. Na, er fragt mich bestimmt, warum ich nicht, oh, das sieht aber schlecht aus. Ich glaube, die gibt's gar nicht da. Ist ja doof. Ja, das ist da, wenn man so weit rauszoomen kann.
Komm schon, ich weiß, dass ihr hier seid. Tja, eigentlich wollte ich so einen Reitwolf haben von denen. Gibt's denn hier keine Reiter? Ich meine, hier gibt's auch Reiter. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Dabei sehen die so cool aus. Mit der Tasche und so ran. Na gut, wird man nicht haben kann, ne? Ist noch nicht bereit. Tja. Könnt ihr denn? Nicht selber. Oh, das ist gut. Eine Motte? Kommen die zähmen? Nicht in Sichtfeld. Nicht zähmbar, okay. Oder eine Spinne finde ich auch mal was anderes. Warte, ich glaube ich auch noch nicht. Und die können netzen. Das ist ja auch wieder nicht schlecht. Aber der Wolf hat halt das Gäuel. Ich glaube, so einen holen wir uns. Verdammt. Aber ihr seht, keine Minute. Komisch, ne? Mysteriös, mysteriös. Wie nennen wir den? Machen wir doch mal einen Frauennamen. Tja, gute Frage, ne? Uff. Ja. Wie könnten wir den nennen? Abaddon. Abaddon. So, da kommen wir dann. Ist erstmal was Leckeres. Zack. Kannst du auch schon was? Nein. Glaub noch nicht. Auf defensiv. Tja. Böser, wow. Langsam wird er netter. Stimmt, ich wollte hier hin. Da schwingen wir uns erstmal aufs Pony. Da müssen wir drum reiten, weil da sind keine netten Menschen drin. Was denn? Ist gesehen? Ah, ich weiß, was das war. Das war so ein komischer
Logisch, nenne ich ihn mal. Der ist so weiß und kann hinter einem auf Phasen. Irgendwas, was sich Phasen verschiebt. Gibt es auch Phasen verschobenes Fleisch. Auf jeden Fall kein toller Typ. Ich hab zuerst gedacht, er war mit der Axt. Oh ja, wir machen gefühlsmäßig viel mehr Schaden jetzt. Schade. Takt ist. Oh, 165. Das ist krass. Denkt vorher, ne? Gar kein Vergleich. Vielleicht kommt das ja erst mit Dings mit. Sobald der netter geworden ist, unser Freund. Dass man die dann skillen kann. Das könnte sein. Noch kann ich ihm nämlich nichts beibringen. Entwickelt er wahrscheinlich auch erst subsolar seine Fähigkeiten, die man dann anklicken kann. So. Erstmal nach vorne wieder hin. Krabbe, ein Tiger und ein Wolf. Hier die zwei, dann können wir nämlich jetzt hier vorne die Quest machen. Auch leicht verdientes Geld. Hier. Und das ist einmal diese komische Kugel. Ich will den schimpfen, aber irgendwie finde ich es komisch, dass hier kaum eine Motte ist. Ist voller Motten. Da oben drin können wir auch noch eine mitnehmen. So, pack sie dir, Tiger, Wolf. Und nachher kann er, ich meine, der kann auch Wutgeheul. Weil wenn er das als Gegner macht, dann verlieren wir quasi Angriffskraft, und wenn er das als Freund macht. Dann gewinnen wir Angriffskraft. Man kann das nicht querschneiden, das ist ja doof. Oh, diese Türme, wo man im Kreis hochlaufen muss, furchtbar. Dir. Das war erstmal andenken. Na toll. Das fieses, fettes Vieh für uns.
Und wieder. Ich stehe nicht so auf Matten. Obwohl es ja theoretisch auch Schmetterlinge sind. Aber meine besten Freunde sind es nicht. Da haben wir nämlich zwei Quests direkt fertig. Ja, hier. Und wenn wir die Motten-Quest noch schnell machen, haben wir drei Quests fertig. Ach, das mit dem Ablenken im Schuss war keine gute Idee. Das mal so kämpfen. Bringt ja alles nichts. Ich glaube, was auch nicht verkehrt ist, wenn wir mal essen trinken können. Schon auch was. Ich trinke auch mal was. Auch nicht verkehrt. Ja, ich hasse es, ich hasse es. Was macht denn unser Freund? Das ist ja nicht auszuhalten. Wir brauchen gute Mottenflügel und böse Mottenflügel. Bin, dass wir wirklich eine Armbrust haben, weil ich ganz furchtbar finde, sind Pistolen bzw. Gewehre. Ich meine, es gibt ein paar gute, will ich gar nicht sagen, aber dass das immer so rumknallt, das mag ich nicht so gern. Aber gut. Gibt halt Vor- und Nachteile. So. Zum Glück muss man auch keine Bolzen kaufen und kann normale Fallen nehmen für die Armbrust. Das wäre ja noch ein Ding. Ich glaube, damals brauchte man auch keine Bolzen kaufen. Also gesagt, ha, nee, doch nicht so real. Was ich, wie gesagt, schade finde, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt hatte, mit dem Lagerfeuer. Man hat zwar jetzt einen Taschenplatz auf zwei mehr, aber trotzdem. Irgendwie fehlt trotzdem was. Das Lustige ist ja, man kann, glaube ich, immer noch das Holz. Das Holz kann man noch kaufen, aber das Feuer und Zunder nicht. Stein und Zunder oder so. Aber. Aber das ist ja nicht naja, schlimm ist es nicht, aber doof irgendwie. Ich meine, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der sich gefreut hat, dass man es nicht mehr braucht, aber wie gesagt, wirklich weiß ich nicht. Ob man jetzt ein, zwei Sachen mehr in der Tasche rumschleppt oder nicht, das ist. Oder man hätte es in Inventar oder so stecken können, dass man das Feuerzunder immer bei hat. So wie bei Resident Evil. Hat man ja auch so eine, das normale Inventar mit seinen 8 Plätzen oder so, oder 6. Je nachdem, was man gespielt hat. Und dann hat man so einen extra Platz, wo dann bei der Jill, glaube ich, der Dietrich war.
Und beim Chris war das Feuerzeug. Je nachdem, wer das Spiel kennt. Und auch cool, hätte man dann hier, sagen wir, extra Platz für Zunderstein und ein paar Holzklötze kann man ja in der Tasche haben. Oder wenn man durch den Wald geht, ich meine, WoW hat ja immer irgendwo ein paar Sträucher oder so rumstehen, was man dann gesammelt hätte für Holz. Finde ich ja gar nicht verkehrt, aber gut. Na gut, ist es wie es ist. Und da oben läuft auch nicht ganz runter. So, die haben wir auch zusammen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Folge 120, glaube ich. Lasst ein Abo da. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Teilt das Video. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tja, und auf Wiedersehen. Tschüss.